Naja, und schüttet einfach Wasser über meine Hose. Ob Absicht oder nicht Absicht, ne? Ist kacke gelaufen. Autsch, na doll. Wie viele Kilometer haben wir jetzt noch vor uns? Das ist ein einfaches Rennen, ja? Müsste eigentlich Platz 1 locker machen. 4,9 Kilometer noch. Das ist aber noch locker in der Tasche. Das können wir noch rausholen. Bam, geh mal weg. Wow. Immer schön aufpassen, was wir mit unserem Wagen machen. Und du kannst mal schön irgendwo hingehen, aber nicht zu mir. Warum kann ich ihn jetzt nicht mehr so gut nach hinten? Doch. Da kommt doch jemand, hä? Wird das Stress oder was? Wenn ich jetzt bremse. Oh, scheiße. Geh bloß weg, Polizei, wollte ich gerade sagen. Und dann bangen die sich selber raus. Juhu! Okay. Wir haben gerade auch schon wieder, ich glaube, ziemlich spät. Ich sehe gerade keine Uhr. Ich könnte aber gleich mal auf mein Handy klicken mit der Finger. Und dann kann ich mal gucken, ne? Wie das aussieht. Oh ja, war schön aus wie die Polizei. Wow, was kann denn da? Mehrere C44 ist also in der Polizeisprache Straßenraudi oder Rennfahrer oder was auch immer. Wow, 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 wow. Und das war jetzt Glück, sonst hätten wir uns das Rennen bestimmt wieder versaut, weil wir haben jetzt nur noch einen halben Kilometer, den wir zu fahren haben. Oh, scheiße. Nein, warum? Warum muss das mir passieren? Muss ich den Scheiß nochmal fahren? Nochmal. Versteht ihr das? Nochmal. Ich will den Königseck Agera R haben. Das gibt's doch nicht, ey. Komm, drück die Straße rote Dingsbums vor, wiederholen, Junge. So. Ich habe heute auch auf Facebook geschrieben: ja. Wollt ihr was aus diesem Internetshop haben? Vielleicht könnt ihr das dann beim nächsten Top of Nerdy gewinnen. Aber irgendwie hatte keiner Interesse, sich was auszusuchen in dem Shop und naja. Dann habe ich mir jetzt halt was ausgesucht. Ist ja mein Partner-Shop. Zum Glück. Finde ich richtig cool. Und ja, ich weiß nicht. Irgendwie früher, wo ich noch etwas kleiner war, da haben wir den Katalog von dem Shop immer zu Hause gehabt. Und da habe ich mir das immer durchgeguckt. Da haben wir immer gedacht, meine Fresse, sind das coole Sachen. Und heutzutage bin ich gepartnert mit denen. Das ist echt cool. Hätte ich niemals gedacht, dass es irgendwann mal so weit kommen wird, dass ich sogar noch Kontakt mit dem Geschäftsführer habe. Aber, uiuiui, was ein YouTube und die Internetwelt so bietet, ey, Hammer. Obwohl ich ja früher in der Zeit noch nicht mal einen Computer hatte. Da konnte ich das ja noch nicht mal ahnen. Wie ich da drauf gekommen bin, einfach den Geschäftsführer mal anzuschreiben. Und zwar war ich ja in Hamburg und da habe ich einfach einen Shop von denen gesehen, bin da mal reingegangen, habe mir so ein paar Sachen gekauft, auch so für meine Mutter und so, habe ich schon mitgebracht aus Hamburg. Und ja, dann dachte ich mir, ach komm, frag mal, hast ja deine Serie Top of Nerdy und sowas. Und von daher bietet sich das auch ganz gut an, weil die haben ja auch viele Gaming-Produkte. Wie Minecraft-Spitzhacke und so ein Kack habe ich ja auch von da. Obwohl es ja eigentlich kacke ist, ist eigentlich voll Horror. So, wir haben noch 4,2 Kilometer und sind auf dem 5. Platz. Das sieht nicht so berauschend aus, aber da vorne sind die Gegner schon wieder und wir holen wieder auf. Wir holen auf, ich sag's euch, wir holen auf. Die Polizei schubst uns nochmal von hinten an, so dass wir einen kleinen Geschwindigkeitsschub bekommen. Wir rammen die Polizei natürlich sofort weg aus dem Rennen. Was stand da? Vertikales Takedown, motherfucking. Wow, wow, alle Takedownen. Schade, dass wir noch keinen Nitro-Verbrenner haben, sonst hätten wir jetzt erstmal volles Nitro und hätten es voll ausnutzen können. Aber man kann ja nicht alles haben im Leben, ne? Das ist das Leben, Alter. Das ist das Leben. Alter Schwede, verpisst du dich mal, Junge. Alter. Ich glaube, der wollte eine Abkürzung fahren. Hat's aber die bekommen. Währenddessen nimmt er mal lieber die Planke. 1,2 Kilometer noch. 1,2 Kilometer noch. Und ich baue immer an derselben Stelle motherfucking Scheiße. Obwohl, beim letzten Mal war es nicht ganz so schlimm. Aber wir sind vierter Platz und nur noch ein halber Kilometer ungefähr. Ach du heilige Scheiße, das kann sowas von knapp werden. Zweiter Platz, den ersten da vorne müssen wir noch überholen. Und das schaffen wir natürlich wieder nicht. Und deswegen werde ich jetzt das Rennen noch einmal neu beginnen. Aber man merkt auch richtig, wie es nach vorne hin, also bis Platz 1 immer schwerer wird da drin. Obwohl es ja ein leichtes Rennen ist, ne? Aber irgendwie ist es trotzdem schwer.
Oh, nochmal schön von vorne. Weil es ja so viel Spaß macht, ne? So. Oh, Alter, da kommt die Polizei direkt. Verpiss dich. Ey, immer. Mach dich weg, Alter. Jo, danke, dass du mich in die Kurve reinballerst. Schubst. Schubst. Ich hasse es, auf Rasen zu fahren. Das ist so ekelig. Verliert man erstmal richtig am Tempo. Wow, und ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt. Das kostet mich an diesem Spiel an. Dass man erstmal so eine halbe Minute warten muss. Ich meine, man kann doch eh weiterfahren. Interessiert's doch gar nicht, ob... Ja, lass einen doch direkt weiterfahren, ey. Du behindert. Was war das mit dem Wagen? Der Gelbe, was war das? Die Kurve sehe ich auch immer erst zu spät, ey. Ich könnte zwar auch mal auf die Karte gucken, aber nö. Dafür müsste ich ja links unten in der Ecke gucken, habe ich keinen Bock drauf. So, wieder mal 4,8 Kilometer. Kilometers. Alter, überhol mich doch nicht in der Kurve, bist du bekloppt? Na, dafür beschleunige ich schneller. Zum Glück werfen die hier keine Nadelbänder mehr. Beziehungsweise, ich habe mal in einem Part, habe ich... Echt? Ernsthaft habe ich die ganze Zeit Gänsefüßchen gesagt. Ist mir so mal nachhinein aufgefallen, so, wo ich mir das angeguckt habe. Und da ist ja ganz schön, ne? Feierlich. Gänsefüßchen, ey. Ich musste mich schlapp lachen, als ich das gehört habe, weil ich das wirklich ein paar Mal hintereinander gesagt habe. Oh, scheiß Gänsefüßchen. Weil ich mich erstmal über Gänsefüßchen auf... Verrückt. Und das ist bei einem Autorennspiel. Gibt es hier überhaupt irgendwo Gänsefüßchen? Glaube nicht, ne? Also jetzt gerade sehe ich nirgendwo eins. Oder welche? Wow, wow, wow. Zusammenreißen und nicht sauer sein. Alter, genau. Bamst mich nochmal weg. Es reicht ja noch nicht, ne? Es reicht ja noch nicht. Tschüss. 1,2 Kilometer noch. Wow, wow, nein. Nein. Nein, ich wusste es, nein. Ah, scheiße. Das ist doch nicht cool. Das ist doch nicht wahr. Als ob ich das jetzt wieder schaffe, ey. Die wollten mich nur verarschen, wollte mich. Als ob ich das packe. Guck mal, die sind doch schon fast im Ziel. Mach dich weg. Oh Mann, Alter. Ey. Das war jetzt mit voller Absicht. Fünfter gewonnen. Da wäre ich auch stolz drauf, so Fünfter zu werden. Wir haben 1.3.770 Speedpoints. Es fick dich. Fick dich. Ist nichts beendet. Ich will nochmal. Nochmal. Und ich will es endlich schaffen. Kannst du dich der Herausforderung stellen, den BMW M3 GTR auszuschalten? Hol dir das NFS Heroes Pack und du bekommst. Ich hole mir bestimmt kein Heroes Pack. Wenn jemand Lust hat, mir das zu spendieren, dann herzlichen Glückwunsch. Könnt ihr gerne machen. Aber ich kaufe mir das nicht. So. Mir wurde auch vorgeschlagen, dass ich mal einen Tamagotchi LP machen kann. Finde ich eine witzige Idee. Könnte ein bisschen langweilig werden. Aber man kann es ja mal versuchen. Ich glaube allerdings, dass wir da nicht so viel Gesprächsthemen zu einbauen werden. Ich bin ja eher so der... Streamer, ey. Tamagotchi habe ich aber früher auch gespielt. Ich bin ja eher so der dann redet, dann. Ich kann es gar nicht beschreiben. Hui. Nicht so schnell. Guck die Bremsen auf. Deswegen müssen wir auch bremsen. Das ist eine lange Kurve. Ja, da rammen die mich erstmal weg. Ich mache erstmal eine extra Runde, weil, naja, ich kann es mir ja leisten. Ich schaffe das Rennen ja bei jedem Mal locker flockig aus der linken Hüfte. Linke Hüfte, ne, man hat noch eine Hüfte, aber egal. So, komm. Und zack. Mach dich weg und du am besten auch. Ey, ich glaube, ich spinne. So, wenn wir uns jetzt mal endlich gut anstellen würden, wäre es ja echt toll. Wie juckt mein Knie. Tschüss, Polizei. Tschüss, du Arsch. Take down.
Man hört das Auto auch irgendwie kaum, ne? Katastrophe. Katastrophe. Fahren wir mal rüber auf die linke Bahn. Da kommt nämlich jetzt einer rüber und will uns voll bamschen, crashen. Ich will das aber nicht, deswegen sage ich nö. So, wo ist jetzt diese behinderte Linkskurve mit dieser scheiß Rampe? Da. Da habe ich keinen Bock drauf, deswegen bin ich mal ein bisschen langsam mal die Sache angegangen. Weil, kein Bock, das jetzt noch tausendmal zu machen, das rein. Dann müssen wir uns jetzt mal ein bisschen ernst dran. Und das haben wir, glaube ich. Haben wir geschafft, haben wir geschafft, haben wir geschafft, haben wir geschafft, haben wir geschafft. Oh, endlich. Das war noch das einfachste Rennen, ne, mit diesem Auto, also. Könnt ihr schon mal nachdenken und überlegen, was uns da noch erwarten wird? Ja, bitte einbauen. Danke. So ein Arschloch. Ich finde das lustig, dass immer erst 2 Sekunden später oder 5 Sekunden später erst das Gecrash kommt. Rennen. Uiuiui. Ich war doch schon längst unten. Ihr Affen. Ach, mit dem können wir auch direkt das Rennen starten, das nächste. Korrekte Scheiße, korrekt. Wenn ihr übrigens wissen wollt, über welchen Job ich vorhin geredet habe, dann könnt ihr euch mal auf meinem Kanal unter, ich glaube, über mich oder so heißt die Seite, ne? Mehr Infos, da wo man auf jeden Fall die ganzen Intros und Links und Abonnements und sowas zu sehen bekommt. Da könnt ihr mal Bescheid gucken unter Partner, ich dann so ein Shop. Und zwar nicht Tesoro, der mir meine Maus und Tastaturen und sowas sponsert, sondern der andere Shop. Ich habe nur 2 drin, also ist da nicht mehr viel zu sehen. Wow, Alter. Ich möchte mal gerne wissen, was das Ding hier für eine Höchstgeschwindigkeit hat. Alter, meine Fresse, war das geil durchgedriftet, Junge. Also, das Ding sollte schon eine ordentliche Höchstgeschwindigkeit haben. Irgendwie sieht das Auto jetzt anders aus, keine Ahnung. Wow. Und was das denn für ein Rennen? Haben wir das überhaupt schon mal gefahren? Es kommt mir gerade so vor, als hätte ich das noch nie gefahren. Bam. Tschüss. Was ist das da für ein Wagen? Ja, ja, einer auf dick macht und meint, ich bin verschnellt. Autsch. Als ob die von hinten da. Ach, das ist der Porsche, ne? Als ob die von hinten darauf warten würden, dass ich irgendwie die Möglichkeit biete, mir hinten reinzufahren und mich dann noch vor so einem Kackding zu crashen. Nein, darauf warte ich mit Sicherheit nicht. Vierter Platz. Ach du Scheiße. Ist aber nicht mehr weit. Dritter Platz. Ah, fuck ey. Da vorne ist schon das Ziel. Autsch. Na mal Nitro. Ne. Boah, ey, das war knapp, ey. Ich werde uns jetzt fast noch die Scheiße reinziehen müssen. Like Borchers and Ren Riven. I want it to. Ich will beides haben. Und zwar Ford. Boah, ich sitze hier gerade voll unbequem, ey. Vielleicht kann ich mir auch mal wieder was zu trinken holen, ey. Und dann kann ich nämlich auch bald das nächste Projekt anfangen. Ach komm, nein, ich sammle danach dann nicht noch alle Autos. Ich besiege noch den ersten Wagen, tune ihn vielleicht noch ein bisschen. Aber nee. Die anderen Wagen, die ich noch nicht habe, die suche ich nicht. Könnt ihr selber zocken dann. Ich will euch ja nicht alles klauen, alles schon verraten, ist ja kacke. Wenn ich das machen würde. Ihr sollt ja auch selber noch Spielspaß an dem Spiel haben, falls ihr euch das kauft. Also auch neue. Warum fahre ich überhaupt hinter denen her? Die können eh nichts. Dumm, ey. Wir müssen eigentlich schon daraus gelernt haben, dass die doof sind. Bei Computer. Was war das denn gerade? Habt ihr das Leuchten sehen? Wow! War das ein Blitzer oder was? 1,8.